Auf Social Media stößt man auf den Begriff Talahorn. Was ist das eigentlich? Was ist eigentlich ein Talahorn? Oh mein Gott. Look at this dude. Ёбаный в рот, блядь. Что, ебанутый там? Talahorn, Digga, egal wo ich hingehe, Instagram, Snapchat, Spot, ja, okay, da eigentlich nicht, Bruder, das sind nur solche Videos. Baby, du eres mala, du en mi cama. TikTok, YouTube Shorts, auf die Straße, ich sehe überall Talahorns. Talahorn, ich geb dir echt, ich bin der Patron. Die Jugend ist am Abstürzen, Freunde. Die werden nicht mehr unsere Rente bezahlen, das könnt ihr vergessen. Das kleine Krokodil. Wer oder was sind eigentlich Talahorns? Ich glaube, Sinan kann mir das am besten erklären, oder? Überall in Berlin gibt es Talahorns und um mich den mal anzupassen, werde ich heute zum Talahorn, Digga. Ja, aber wieso redet der so schwu... An der ist das, ne? Ja, erstmal schwarze Jeans, ja, Salome, Digga, bei jeder Talahorn... Bro, der muss doch nicht mal den Mund aufmachen und du weißt, dass der auf Männer steht. Also ist jetzt kein Geheimnis, oder? Schwarze Hose an. Dann diese Lacoste Bravcos T-Shirt, weil Arbeitsamt gönnt keine Kenzo-T-Shirt, ja, Salami, Digga. Also ich habe schon mal so ein paar Talahorns gesehen auf der Straße, ne? Aber keiner hat so geredet. Jetzt noch Louis Vuitton-Gürtel. Wallah, ist echt. Ja, natürlich ist echt. Guck mal seinen Hintergrund an. Moncler-Jacke, Gucci-Jacke, Rimowa-Koffer, Rolex am Handgelenk. Oh, ich darf nichts gegen den sagen. Ey, ich mag dich voll. Du bist richtig cool. Nicht, dass er mich noch verklagt oder so. Ey, coole Videos ziehen an und so. Bitte, hör auf mit TikTok. Bin ich stramm, Digga? Bin ich stramm oder bin ich stramm? Ja. Und das, meine Freunde, ist der Humor auf TikTok. Der zählt zu den Größten dort. Das sieht nicht aus wie ein Talahorn, das sieht aus wie ein Clown im Zirkus. Ich habe keine Ahnung, wer eigentlich dieses Wort ins Leben gerufen hat, aber Talahorn kommt eigentlich so von diesem Song hier, den jeder möchte gern Gangster auf TikTok benutzt. Talahorn, ich geb dir echt, ich bin der Patron. Und das Wort Talahorn kommt genau auch von diesem Song, denn der Song heißt Ta-3-Al-Lahun von Hassan. Ja, da ist eine 3 im Wort drin. Oder einfach mit so Buchstabe, Digga. Das ist wie Mathe-Klausur einfach. Genauso war meine Mathe-Klausur. Und es wurde gesagt, TikTok ist die Plattform, wo Leute Fame gemacht werden, die eigentlich am besten gar nicht Fame gemacht werden sollten. Und wo Leute Videos hochladen, wo ich mir denke, Bro, das hättest du lieber privat halten sollen. Wir dürfen Taschenrechner benutzen, aber bei solchen Aufgaben so, berechnet es, T347. Und Ta-3-Al-Lahun, Huhn, Bruder, Huhn, ist eigentlich ein arabischer Ausdruck und bedeutet so viel wie, komm her. Und warum also wird ein einfacher Ausdruck mit, keine Ahnung, tanzenden Hampelmännern auf TikTok in Verbindung gesetzt? Es ist eigentlich wie immer, jeder weiß, was ein Talahorn ist, aber niemand kann dir Talahorn erklären. Na, Bruder, ich kann, Bruder, ich habe studiert, ich habe Talahorn-Logie studiert. Ein Talahorn ist ein Jugendlicher oder junger Mann mit meist afrikanischem oder arabischem Migrationshintergrund. Nein, ist einfach so eine weiße Wand, weil wir sind neu ausgezogen. Und man findet ihn vor allem in öffentlichen Plätzen wie zum Beispiel Frankfurter Hauptwache oder Frankfurter Hauptbahnhof. Hallo, ich geb dir echt, ich bin der Patron. Bruder, das ist wie so Spawnrad, das ist wie so ein Pokémon, Digga, was so spawnt. Und stereotypisch wird ein Talahorn mit folgenden Kleidungsstücken beschrieben. Gucci Cap, Kenzo Pullover, Silberkette oder halt so irgendeine, also Kette aus Stahl, oder die so aussieht wie Silber, macht's auch. Bauchtasche. Naja, im Grunde ist das ein Talahorn. Schönes, Digga, Talahorn, Digga. Nein, nicht der, Digga. Und auf TikTok werden diese Personen aggressiv und gewalttätig dargestellt. Warte mal, wer hat das geschrieben? Gewalttätig, Bro. Ich bin Schnappi, das kleine Kuckuck. Und warum genau diese Leute da... Was für gewalttätig? Die nehmen sich beim Schattenboxen auf der Straße auf und sehen aus wie 12. Heißen ist, weil genau diese Leute auf TikTok Videos hochladen, wie sie, keine Ahnung, was sie da versuchen. Und immer diesen Sound hier hinterlegen. Talahorn, ich geb dir echt, ich bin der Patron. Talahorn, ich geb dir echt, ich bin der Patron. Und weil ihr eigentlich Ta-3-Al-Lahun, oder wie das heißt, ich kann mir das nicht merken, komm her heißt, aber die ganze Zeit diesen Sound benutzen und Talahorn heißen die Talahorns. Und weil eben auf TikTok auch jeder Scheiß viral geht, gehen auch auf TikTok Talahorns viral. Kleiner roter Traktor. Woo, ja, okay, aber warum spuckt der? Der auch, aber der hat ja komplett... Er hat sich ja auch noch selbst angespuckt, so. Bleibt die Hälfte noch hängen.
Und Leute feiern das auch noch. Also ich frage mich, warum Leute solche Videos liken. Wollt ihr, dass die weiter solche Videos posten und die Generation einfach immer dümmer wird? Bei ihm kommt, keine Ahnung, ganzer Wassereimer vorne raus. Bro, der hat nicht gespuckt, Digga, der hat gekotzt. Was ist das? Warum spuckt dich da eigentlich jeder an, Digga? Okay, cool, ey, nice, Mann, mach dein Ding, aber puh, blöd. Ich hoffe, dass die das in ein paar Jahren wiedersehen und denken, scheiße, Mann, war ich peinlich. Was habe ich mir dabei nur gedacht? Es tanzt ein Biber-Butzelmann in unserem Haus herum. Was ist das, Digga? Es tanzt ein Biber-Butzelmann. Ah! Der Sound würde besser passen. Und gegen was kämpfen die eigentlich so? Was machen die da? Ich glaube, ich habe so eine Theorie, ja? Die besiegen ihre inneren Dämonen oder sowas. Mit Chatboxen. Und wisst ihr, das Ding ist, wir sind auf TikTok. Wir sind in den sozialen Medien. Und die Leute, die müssen natürlich immer übertreiben. Und die ziehen wirklich das normalste Ding oder irgendetwas, was ich früher mal richtig gefeiert habe, in den Dreck. Perry Dalahun Transformation. Ja, der Song ist leider Copyright, deswegen Dalahun, gib mir einen Stich, bin der Patron. Dalahun, der Bruder, wie sieht der aus, Alter? Der hat sogar Rolex? Bro! Was ist dann Dr. Doofenschmerz? Mitarbeiter vom Ordnungsamt oder was? Wir haben ja schon das Aussehen eines Dalahuns definiert. Aber wisst ihr eigentlich, wie ein Dalahun riecht? Ich auch nicht. Dalahun Top 5 Fragrances. Stronger with you, keine Ahnung, Digga. Aber Imperio Armani. Das sind auch die Leute, die dann immer dieses Imperio Armani hier so tragen. Das sind genau dieselben, Digga. Nicht nur Konso, sondern auch in dieses Imperio Armani. Dalahun. Das ist wirklich, das kannst du knicken. Dieser Duft hat sich schon so in meinen Kopf eingebrannt, dass ich nachts sogar von ihm träume, obwohl ich den überhaupt nicht rieche. Bruder, jeder hatte den. Ich kann wirklich keinen einzigen aufzählen. Ich hatte den tatsächlich nicht und ich habe auch keinen Plan, wie das riecht. Diesen Duft noch nie hatte. Dior Sauvage. Der Duft ist wirklich wie Duft. Jeder hatte schon mal. Da habe ich auch gar keine Ahnung, Digga. Vielleicht kann mir Jeremy Fragrance weiterhelfen. Jeremy lebt sowieso auf einem eigenen Planeten. Aber ich glaube, der macht das Ganze mit Absicht, weil er weiß, hey, damit gehe ich easy viral. Warum soll ich anstrengende Reviews machen? Ich hampel da ein bisschen rum, mache mich zum Affen, aber verdiene dann damit richtig Cash. Klar, danke. Ich geb dir echt, ich bin der Patron. Genau so habe ich es mir auch vorgestellt. Achse, Bruder. Achse Black, Digga. Hier werden Talahons ausgebildet. Wie, Bruder? Ist das jetzt noch so, keine Ahnung, so Beruf oder was? Ey, yo, was bist du, Digga? Ja, ich bin so Müllmann. Und du? Ja, Bro, ich bin Biber-Butzelmann in unserem Haus herum. Die Hauptwache in Frankfurt ist der Ausbildungsplatz für rund 50 Talahons täglich. Zur Ausrüstung gehört auch der Teleschläger, der immer in der Laptoptasche griffbereit ist. Laptoptasche, stimmt. Ey, das habt ihr voll vergessen. Laptoptasche, genau. Ohne Laptop. Diese Gegenstände sind nicht nur praktische Werkzeuge, sondern auch Statussymbole innerhalb ihrer Gruppe. Okay, Bruder, er holt Toten raus, Digga. Statussymbole, wie? Wer hat den größten Tennisschläger oder was? Nee, Teleschläger, Bruder, was ist das für ein Scheiß? Ich habe eine Theorie, weil ich habe gar keine Ahnung, woher die eigentlich gekommen sind, beziehungsweise warum die auf einmal so präsent sind. Wenn man so wirklich mal durch die Straße durchläuft und so Leute beachtet... Das ist einfach gefühlt ein anderes Wort für Kacke. Also sind wir mal ehrlich. Wie die angezogen sind. 1:1. Digga, ich habe gestern schon 20 von diesen Leuten gesehen. Ich habe die nie beachtet. Auf einmal sind die da. Die sind einfach so gespawnt. Ich glaube, meine Theorie ist einfach, dass so an so Hauptbahnhöfen oder so am Frankfurt Hauptbahnhof oder hier Frankfurt Hauptwache, dass da so ein Ding hier steht, ja? Und die spawnen die ganze Zeit, diese Dalahuns. Die kommen einfach so, Digga. Und dann werden die noch ausgebildet und dann... Wobei nicht unbedingt ein anderes Wort für Kacke, aber gefühlt wird es so verwendet. Und ganz ehrlich, bevor ihr die ganze Zeit so sinnlos auf der Straße abhängt oder so peinliche Videos postet, Bro, macht was Sinnvolles mit eurer Zeit. Geht ins Gym oder arbeitet an euch oder macht irgendwas anderes. Aber bitte nicht solche peinlichen Videos, die werdet ihr später bereuen. Paar hier Baden-Württemberg, paar hier Friedrichshafen, paar hier Stuttgart. Boah, Stuttgart, Bruder, ich glaube, da sind schon viele so. Dalahun, mein Handy gebumst. Ja, Stichpatron, Digga. Dalahun, ich geb dir echt, ich bin der Patron. Bruder,
die stellen einfach so Analysen unten auf. Dalaun, keine Ahnung, wahrscheinlich Spawnrate. 100% bei Boxautomat. Hier auch 3%. Oh mein Gott, Opa ist selten. Dalaun, ich geb dir echt, ich bin der Patron. Also wenn man den findet, kann man den sammeln, oder was? Orte mit 0% Dalaun Spawnrate. Biomarkt. Bibliothek. Top 5 Spawnpunkte von Dalauns. Schule, 11%. Eigenschaften? Nur weil ich Ausländer bin. Schule egal, mache eh bald selber Business. Das habe ich früher auch mal gesagt. Jetzt stehe ich hier, Bruder, und drehe YouTube-Videos. Park, Spawnrate 18%. Eigenschaften? Wenn Bullen kommen, kann man gut weglaufen. Man kann gut Stress suchen. Schultoilette, Spawnrate 56%. Mindestens zu 5 Raucher. Vape-Pause wegen Stress. Lehrer hat wieder Hausaufgaben kontrolliert. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass sich Vapes irgendwann mal durchsetzen. Das sieht nicht nur peinlich aus, wie die da rumziehen, sondern auch, es ist sehr schädlich. Ich weiß nicht, wie man sich so eine Chemie reinballern kann, ohne sich überhaupt Gedanken zu machen, was das mit dem Körper macht. Abgesehen davon siehst du einfach wie ein Baby aus, wenn du daran rumnuckelst. Ich bitte euch, lasst diese Vapes sein. Und du hast nicht dabei gehabt, oder? Und wo spawnen Talahuns am meisten? Genau, Bahnhof. Spawnrate 93%. Eigenschaften, Schattenboxen, Freestyle-Rappen, Stress suchen. Naja, und so ist das Internet, weil wahrscheinlich irgendeiner diesen Sound benutzt hat, während er Schattenboxen gemacht hat, ja, und die alle so ähnlich aussehen, heißen die jetzt Dalauns. Würde mich nicht wundern, Digga, wenn das Jugendwort 2024 Dalaun ist. Naja, das war's auf jeden Fall mit Dalauns. Like das Video, kommentiert das Video. Hier kommt ihr doch auf jeden Fall zu meinem Zweitkanal. Checkt unbedingt ab, ja, jeden Tag ein Video. Wir sehen uns dort und ich muss kacken. Fazit, wahrscheinlich werden wir nie eine Rente sehen, Freunde, und die Jugend ist durch TikTok komplett am Ende. Lasst einen Daumen nach oben da, vielleicht können wir noch ein paar Leute retten. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon hält, und ganz wichtig, abonniert diesen Kanal. Danke fürs Zuschauen.